Der absolute Wahnsinn. Am 13. Mai 2020, der Ibiza Beats. Ja, für eine monatliche Rate von 179 Euro. Und wir haben wenige Autos. Ja, das heißt wenige, schon einige Autos, aber wenige, die lieferbar sind. Denn wie Sie vielleicht wissen, ist das ganze Thema Corona natürlich auch nicht an der Firma Seat vorbeigegangen, sodass natürlich auch hier die Werke stillstanden. Und wir haben ja ein Sondermodell organisiert, das heißt Beats Audio, nämlich der Ibiza Beats. Und ich kann Ihnen eins sagen, er ist voll ausgestattet mit allem, was das Herz begehrt. Und er hat einen richtig tollen Motor mit drin. Gibt es als Schaltgetriebe und als DSG, ja, wir sind bei einem der prämierten Seat-Händler in Deutschland, ja, vom Autohaus Cyrull in Saarlouis. Und hier ist natürlich mal wieder der Michael Scheer. Grüß dich, Michael. Hi, Sven. Ja, und der Marc Cyrull. Grüß dich, Marc. Ja, grüß dich, Sven. Er kriegt mich jedes Mal nochmal dran damit. Hallo, Sven. Sehr, ja, du bist hier der Chef, aber nichts geht ohne den Verkaufsleiter. Ihr habt noch weitere Leute im Verkauf? Ja, wir sind insgesamt 6 Verkäufer plus Auszubildende im Vertrieb natürlich, ein Verkaufsleiter und ein Häuptling. Das bin ich. Hier vorne stehen sie aufgereiht. Ihr seid ganz stolz, denn ihr habt mir erzählt, das Auto ist wirklich komplett voll ausgestattet. Also ihr habt wirklich alles reingepackt, was irgendwie geht. Ich glaube, es gibt so 1-2 Kleinigkeiten, die kann man noch nachordern, wenn man möchte. Aber nicht bei denen, die hier stehen. Sondern das sind, ich sag mal, die Farben sind fix. Die, ich sag mal, Angebote sind fix. Und ihr habt ein Leasingangebot aus Baldowat. Da gehen wir gleich nochmal kurz drauf ein. 179 Euro für den Schalter und 189 Euro für den DSG. Ja, genau, das ist richtig, Sven. Die Rate ist nicht nur das Fahrzeug, dann beinhaltet noch viel Zubehör, da kommen wir gleich noch dazu. Diese Fahrzeuge, die gibt es nur noch bei uns in diesen Ausstattungsvarianten. Wie du eben schon sagtest, es handelt sich um das Sondermodell Beats, bekannt von The Voice of Germany. Ein ganz bekannter Sänger von Voice of Germany, Jury, hat dieses Auto auch im Fernsehen in der Werbung gefahren. Das war wer? Das ist der Marc Forster. Und dieses Fahrzeug hat aus Grund dieser Werbeaussagen eine so irre Ausstattung. Wir können gerne mal im Detail darauf eingehen. Ja, vielleicht sollten wir das gleich mal machen, aber ich zeige es mal gerade. Ihr habt die Autos wirklich hier vorrätig. Wir haben innen einen Wagen stehen, der ist fix und fertig, ich sag mal, aufbereitet, wo wir uns das mal angucken können. Wie sie hier stehen, die kamen so vom Laster, oder? Ja, die sind also ganz frisch geliefert worden, sprich bei einigen ist die Übergabe und Aufbereitung noch nicht vollzogen. Und drinnen würde ich dir gerne mal ein Fahrzeug zeigen, so wie es der Kunde dann nachher auch bekommen würde. Ja, vielleicht noch vorab eine Frage, DSG-Schalter. Ist es so, dass mittlerweile immer mehr Leute Automatik bestellen, oder? Sehr viele. In diesem Segment jetzt nicht, also eher im Mittelklasse- und SUV-Segment werden natürlich viel mehr DSG oder sprich Automatikfahrzeuge verkauft wie in diesem Kleinwagensegment. Aber die Nachfrage in diesem Kleinwagensegment, die ist da und es gibt ganz wenige Hersteller und Händler, die diese Fahrzeuge dann vorrätig haben. Genau, das heißt, ihr habt einige da. Ich gehe mal ganz kurz auf die CO2-Effizienz ein. Da sieht man, da ist ein neuer Motor drin. B, das ist Turbo? Das ist ein turbogeladener Benziner mit 115 PS. Und der hat dann schon die Verbrauchsemissionsklasse B und hat einen niedrigen kombinierten Ausstoß von 104 Gramm. 104 Gramm bei 4,6 Liter kombiniert. Ja, ganz wichtig ist ja mal das Fahrzeuggewicht. Was wiegt der ungefähr? Um die 1300 Kilo. 1300 Kilo. Der ist gut motorisiert, 115 PS? Das ist der 115 PS, das ist die stärkste Motorisierung im Ibiza und der geht sehr gut. Der geht wirklich gut? Der geht richtig gut, ja. Die Leichtmetallfelgen sind dabei? Die sind dabei, das sind 16 Zoll Glanz gedreht. Ja, sehr schick. Ja, er hat einen richtig tollen Motor mit drin. Darüber muss man auch was sagen, denn ich sag mal, die Motorenentwicklung im Volkswagen-Konzern, die hat massiv zum Thema Sparsamkeit beigetragen, aber ohne, dass die Spritzigkeit drunter leidet. Das ist ja auch so ein Thema. Also Fahrzeuge werden sparsamer. Ich weiß nur, als der Dieselpartikelfilter kam, ja, da konnte man die Turbodiesel anschließend vergessen. Ja, natürlich. Wir haben in den Motorentechniken da so viel entwickelt wegen den Abgaswerten. Man kann sich das so vergleichsmäßig mit einem Jogger vorstellen. Wenn du jetzt laufen gehst und ich halte dir bis in den Hals zu, dann laufst du natürlich nicht so schnell. Und das machen wir bei den CO2-Verbrauchsemissionswerten. Das heißt, ich hole den Sauerstoff weg, dass die Luft, die hinten rauskommt, dann wesentlich besser ist. Und in dem Bereich wird dann natürlich mit Turboaufladung die PS-Zahl erhöht, damit wir die gleiche Leistung haben. Aber dieses Modell hier mit dem 115 PS, der ist gigantisch spritzig und sparsam. Also alles vereint in den sogenannten Downsizing-Symptomen oder Downsizing-Techniken, die wir entwickelt haben. Ja.
Ja, ganz wichtig, vielleicht mal darauf einzugehen. Wir sprechen hier über Leasing. Im Preis mit drin, 179 Euro beim Schalter, sind 10.000 Kilometer im Jahr. Ist das realistisch bei der Vielzahl eurer Kunden? Ja, im Kleinwagensegment sind viele Kunden zwischen 10.000, 12.500 und maximal 15.000 Kilometer unterwegs. Und die Kilometer lassen sich immer anpassen, auch bei diesem Leasingangebot. Und wir reden hier bei 10.000 Kilometern von 10 Euro mehr im Monat. Also wenn ich statt 10.000 20.000 möchte im Jahr? Genau, dann wäre man statt bei 179 bei 189 Euro bei dem Schalter. Jedoch, und das ist ganz wichtig, nicht nur die Raten von dem Auto passen wir an, sondern auch dieses Dienstleistungspaket, das mit drin ist. Denn wir haben bei diesen 179 Euro die Inspektionen für die gesamte Laufzeit, für die 4 Jahre mit drin. Und das ist ja in der heutigen Zeit, in der wir uns befinden, enorm wichtig, die sogenannten Ratenversicherungen. Ja, das ist was ganz Besonderes. Gerade jetzt die Corona-Pandemie hat es ja gezeigt. Ich könnte jetzt arbeitslos werden, unverschuldet, wegen zum Beispiel Corona oder irgendeinem anderen Event. Spielt keine Rolle, ich werde arbeitslos. Die Raten werden bis zu einem Jahr weiter bezahlt. Genau so ist es. Bei unverschuldeter Arbeitslosigkeit wird die Rate für insgesamt 12 Monate übernommen. Es sei denn, man findet wieder vorher einen neuen Job. So, wir gehen gleich mal auf die Ausstattung ein, denn voll, ich habe es anmoderiert. Viel mehr geht hier nicht mehr rein, oder? Nee, es gibt beim Ibiza in der Ausstattungsvariante nicht mehr, was man dazu nehmen kann. Es gibt ein FR-Modell, das dann noch vielleicht ein Schiebedach hat und vielleicht noch ein Chassis-System, aber ansonsten gibt es nicht viel mehr. Ja, fangen wir mal an. Also die Leichtmetallfelgen habe ich eben schon gezeigt. Das Licht, da gehen wir gleich mal drauf ein. Die Leichtmetallfelgen sind immer in dem Schwarz, egal welchen Außenfarben man wählt, immer in Schwarz und Glanz gedreht. Okay, so das Besondere sind aber auch die Sitze. Die haben ein tolles Design. Ja, das ist das Design von Beats. Sprich diese Lautsprecher- oder Akustikfirma, die ja weltbekannt ist. Jeder hat heute so einen Beats-Kopfhörer auch an. Und das wird natürlich dann über diese Voice of Germany dementsprechend gesponsert. Und das ist das Sondermodell für diese Voice of Germany-Geschichte. Ja, ich weiß noch früher, als ich mal jung war, da gab es den Golf. Was war das noch? Golf-Tennis oder so irgendwas hieß er? Ja, Match, Golf-Match hieß er. Match, ja. Das war ein stark gesuchtes Sondermodell beim Wiederverkauf. Ist das hier zu erwarten? Ja, das ist hier absolut zu erwarten, denn es ist ein Fahrzeug, das nicht standardmäßig halt die normalen Sitze und so drin hat, sondern wie man jetzt schön sieht auf den Bildern, Leder mit Alcantara abgesetzt, dementsprechend mit orangenen Nähten drin. Also wir reden hier von einem Kunstleder, das ist kein richtiges Leder, aber es sieht genauso aus. Dann haben wir die orange gefassten Nähte, sowohl am Schaltknauf, am Handbremshebel und am Lenkrad. Und hier haben wir sogar noch eins draufgepackt und haben gesagt, wir machen die Fußmatten auch in diesem abgestickten Modell. Ja, was ziemlich stark ist, je nachdem wie die Außenfarbe ist, sind die Nähte auch, oder? Nee, also die Nähte und die sind immer orange. Die Fußmatten, die sind immer in orange. Das gehört bei uns zu den Beats dazu. Okay, klasse. Ja, vielleicht einige Dinge, auf die man eingehen muss, wo man sagt, ah, das ist doch sehr mäßig, Multifunktionslenkrad mit drin. Das ist mit drin. Dann mit drin, ich habe ein ganz tolles Audiosystem, ich meine Subwoofer und Co., ein Soundsystem, also der Klang ist ganz hervorragend. Der Klang ist fantastisch, also du hast das Beats Soundsystem mit Subwoofer im Kofferraum, 6 Lautsprechern, trotz Kleinwagen, Verstärker, Hochtöner, Tieftöner, alles drin. So, der Marc hat mal gerade einen Schlüssel reingemacht, dass wir den mal booten. Die Fahrzeuge hier, die sind wahrscheinlich noch im Auslieferungszustand. Der ist jetzt schon fertig. Die anderen, die sind gerade erst angekommen, die brauchen die Übergabe noch. So, ich setze mich mal kurz zu dir, Marc. Also hier siehst du jetzt schön auch das Display, das große. Der Michael hat, glaube ich, die Zollzahl schon genannt. Und hier haben wir alles per Touchscreen. Ihr sagt jetzt natürlich, der Tank ist fast leer. Wir haben hier alles per Touchscreen. Alles. Wenn ich das Fahrzeug später kaufe, macht ihr noch 10 Liter rein? Ja, natürlich. Das Auto geht also so raus, dass es definitiv keine Tanklampe anhat. Beim Transport von den Neuwagen ist jedoch so wenig Sprit drin, sonst hätten die einen Tanklastzug und keinen Autotransportzug. Genau, da gibt es auch Vorschriften, also nicht, dass sich einer wundert. Genau. DRB Plus mit drin? DRB Plus mit drin und guck mal hier, ein Navi. Und jetzt siehst du gleich, wie das Display schön groß wird. Der hat Näherungserkennung, er macht die Symbole weg. Und jetzt haben wir ein voll großes Navi. Und sobald man nochmal nahe kommt mit dem Finger, holt er die Symbole dabei. Und wir können die Symbole per Touch betätigen. Das ist auch das neueste System. Ich habe ja selbst ein T6, da ist noch ein anderes Radio drin. Das ist die allerneueste Technologie. Das ist die allerneueste. Wir sehen das auch an dem Haptik von diesem Display und auch wie schnell das reagiert halt. Ne? Okay, also ein ganz moderner Prozessor mit drin. Viele möchten ja gerne die Navigation über ihr Handy machen. Geht das auch? Das geht auch. Wir haben auch das Fullink mit drin. Also du kannst dein Smartphone mit Kabel verbinden und kannst die Apps wie Amazon Music, Spotify
und Google Maps über das Display steuern. Ja, was auch ziemlich cool ist, ich habe direkt mal zwei USB-Anschlüsse. Ich habe eine drahtlose Ladeschale. Ja, die Connectivity-Box für induktives Laden ist auch dabei. So, das ist gut. Ich habe auch entsprechend Getränkehalter. Es ist ein Kleinwagen. Es ist Polo-Klasse? Das ist Polo und Audi 1, ja. Super. Also im Prinzip, jetzt muss ich mal kurz fragen, ist denn Polo und Audi A1, ist das die gleiche Plattform? Das ist die gleiche Plattform, gleiche Motoren, ist dasselbe drin, nur die Außenhaut ist ein bisschen anders. Bisschen schöner, nee. Selbstverständlich schöner, klar. Ach, der Marc. So, hinten drin muss ich sagen, es ist ein wirklich ausgewachsenes Auto für eine Family. Ich kann also nicht nur für mal eben, sondern ich sag mal so als Zweitwagen für den Mann, wenn die Frau das größere Auto kriegt. Definitiv, also du hast auch, wenn du vorne, jetzt ist glaube ich der Fahrersitz ist ganz hinten, wenn man den normal eingestellt hat, hast du auch hinten immer noch Platz. So, jetzt darf der Marc mal nach hinten, du bist das Kind. Der Michael ist der Papa. Das habe ich schon mal gemacht, ja. Das hat er schon mal gemacht, ja. So, jetzt hat der, genau, wenn du mal so lieb bist, das mal so machst, dass es dir gut gefällt. So, du bist relativ groß, wie groß bist du? 1,87. Haben das schon Kunden erwähnt, als sie reinkamen? Das haben letzte Woche schon Kunden erwähnt, ja, die immer die Videos von uns sehen. Zeig mir mal die Kopfbreite. Sehr schön, also da ist noch Kopfbreite da. Jetzt mal ohne Witz, du sitzt jetzt bequem? Ja. Okay, super. So, und jetzt der Marc, mal gucken. Ja. Der Marc hat vorne auch kein Problem, du bist Nein. knapp 1,80. Ja, nicht ganz, 1,68 meine ich ist es, ne? Ja, 1,76. Ja, 1,76. Ja, scherbar ist besser, wie groß ich bin. Genau, das ist so. So, ihr dürft wieder aussteigen. Auch du, vielleicht noch kurz, du hast auch Kopffreiheit. Ich habe so viel Kopffreiheit, dass meine Hand oben komplett frei ist noch, ne? Prima. Ja. Elektrische Fenster hier bei hinten, ja. Die kann ich sperren? Ja, komplettes Elektrikpaket ist mit drin und auch eine 2-Zonen-Klimaanlage. Ja, vielleicht noch mal ganz kurz Thema Einparkhilfe, ist mit drin? Ja, ist mit drin. Die Rückfahrkamera? Michael? Einparkhilfe vorne, hinten und eine Rückfahrkamera. Rundum Parkhilfe. Echt? Ja. So, das heißt, also das habt ihr jetzt nicht gewusst. Ich habe gehofft, dass eine drin ist. Es ist eine drin, ja. Es ist eine drin. Warte, sag mal. Ah, hier ist sie. Da ist sie. Genau. Da unten. Wenn du mal kurz hinzeigst, jetzt habe ich sie richtig drin, ja. Also die Rückfahrkamera ist mit drin. Die Metallic-Lackierung, die kommen alle mit Metallic. Die sind alle Metallic. Also es sind auch nur noch Autos, die wir hier stehen haben. Das Auto ist nicht mehr bestellbar. Wir haben schwarz, weiß, grau. Und orange. So, und deswegen ganz am Anfang habe ich ja gesagt, man könnte die noch ordern, das stimmt nicht mehr. Also die da sind. Und das ist eine verstellbare Hutablage. Ja, das ist variabler Kofferraum. Variabler Kofferraum. Fast die Hutablage geht auch raus, aber hier ist der variable Gepäckraumboden. Der Subwoofer, wo ist der? Der ist hier hinten. Der ist hier im Reserverad, ist der drin. Okay, das ist der Grund, warum die Kabel da reingehen? Genau, ja. Okay. Und aufgrund, deswegen muss auch immer das Notrad mit dabei sein, damit das hier befestigt wird. Okay, der macht doch Dampf. Ja. Der macht richtig Dampf, ja. Okay, wir haben eine geteilte, unklappbare Rücksitzbank, was ganz vorteilhaft ist. Also wir sprechen schon hier, ich sag mal, von einem richtig tollen Auto, bei dem ich, wenn ich einen Kleinwagen haben möchte, Spaß habe, oder? Ja, auf jeden Fall. Erstens der spritzige Motor, dann das ganze Konnektivitätspaket, das wir hier anbieten und dann noch diese Soundanlage. Also alles, was ich mir früher in der Jugend gewünscht habe. So ist es, ja. Und das mit 115 PS, mit 1,3 Tonnen roundabout. Ich habe ein spritziges Auto. Ja, so sieht er von außen aus. Was gibt es denn noch zu sagen? Das heißt also, das Thema Service, ja, das hatten wir ja angesprochen. Was ganz Besonderes ist, ich habe hier Service komplett über die ganze Leasinglaufzeit. Ich habe da gar keine Kosten mehr? Nee, für den Inspektionsservice entstehen keinerlei Kosten. Keine Kosten. Wir haben sogar den Ersatzwagen und die Ersatzmobilität mit drin. Sprich, wir stellen das Ersatzfahrzeug zur Verfügung, sodass der Kunde hierher kommt. Wir machen eine Dialogannahme, schauen, was alles an dem Auto fällig ist für die Inspektion. Das wird dann über die Leasing abgerechnet, über einen Vertrag, den wir dafür abschließen. Der Kunde fährt mit einem Ersatzwagen von uns vom Hof und kommt das Auto wieder tauschen und hat die Inspektion gemacht ohne Kosten. Super, also man muss relativ schnell sein. Die Farbe ist voll im Trend? Die Farbe ist voll im Trend, ja, die ist richtig cool. Aber schwarz läuft ja auch super. Ihr habt außer der Farbe, ich sag mal, eher so konservative Farben, die auch gut gehen. Das heißt also, ich sag mal, hier haben wir so ein grau Anthrazit mit drin. Der Marc wird mir auch gleich mal sagen, oder der Michael, wie die Farbe genau heißt. Die kommt vielleicht auch im Video nicht ganz so perfekt rüber, sieht aber toll aus. Was ist das für eine Farbe? Das ist Magnetic Grau, also es ist noch eine relativ neue Farbe und du hast gerade gesagt, mit den ziemlich gedeckten Farben, das waren sogar noch die letzten Orangen, die wir bekommen haben. Also die Farbe, die gibt es leider auch nicht mehr und das sind auch die letzten. Ja, zur Not anfragen, man kann ihn ja folieren lassen. Ja. Dann ist man gerade beim Leasing
Nochmal 1000%ig sicher. Das ja. LED-Tagverlicht, das Tagverlicht an. Ne? Ja. Auch das ist LED und die Scheinwerfer sind auch LED. Also Full LED. Ja. Full nickt. LED. Der Michael nickt, ja. Ich muss immer sagen. Ich gucke immer ein bisschen ab bei Michael. Wenn der nickt, dann weiß ich es auch genau. So, du machst das Thema Seat schon sehr lange. Wie viele Jahre? Wir sind jetzt im 20. Jahr, also ich mit Seat. Ich, ja. Sieht noch so jung aus. Deswegen, also danke, hier danke, haben wir ihn. Danke. Das ist. Kaffee auf dem Strich. Sehr gerne. Ja, 189 Euro DSG. Ja. Ja, das ist hier mit drin. Ist der auf? Ich habe einen mit Schlüssel, jawohl. Das ist der. Das ist der da. Hier sieht man halt jetzt, dass das Fahrzeug aktuell ganz frisch geliefert wurde. Hier sind sogar noch die Schonbezüge auf den Sitzen. Hier sind keine Fußmatten drin. So kommt das Auto ab Werk. So, das heißt, die kommen also richtig eingepackt. Hier sind auch noch solche Schutzdinger. Die kenne ich nur von den entsprechenden Pomelos im Globus. Und hier ist sogar noch Folie drauf auf dem Armaturenbrett. Also das ist komplett, der ist knatschneu, der ist noch nicht angefasst worden von euch. Nee, den haben wir gerade quasi fürs Video, ist ja vom LKW noch gerade frisch gerollt und wir können ihn gerade noch präsentieren. So, und da sieht man es auch in der Mitte, das ist ein Schaltgetriebe. Wie viele Gänge hat das denn? Das Automatikgetriebe ist ein 7-Gang DSG, beim Schaltgetriebe sind es 6 Gänge. 6 Gänge beim Schaltgetriebe, 7-Gang DSG, vielleicht noch ein, zwei Takte. DSG ist keine Wandlerautomatik, wo ich eine Flüssigkeit drin habe, sondern es sind zwei Kupplungen. Genau, also es ist Doppelkupplungsgetriebe. Du hast quasi zwei Kupplungen der nächsthöhere Gang ist immer schon im Vorhinein eingelegt. Also wenn du im 4. Gang fährst, ist auch schon der 5. Gang im Hintergrund drin. Ja, das heißt, ich kann beschleunigen ohne Schaltunterbrechung. So ist es. Ja, so ist es. Und du kannst auch noch zusätzlich das Getriebe auf Sport stellen, für die es mal ein bisschen knackiger haben möchten, wenn man das dann möchte, ja. Vielleicht noch mal ganz kurz Lebensdauer vom DSG. Das ist ja immer so eine Geschichte, wenn ich im Stand bin, dann schaltet ja das vollautomatisch, kuppelt aus, das DSG-Getriebe. Das heißt, es merkt, ich stehe und dann geht die Drehzahl ein bisschen zurück und kuppelt aus, richtig? Ja, wobei ich sagen muss, technische Sachen ist immer eher der Markt. So ist es, weil viele sich fragen, ja, wie geht denn der Kupplungsvorgang beim Anfahren? Das geht alles vollautomatisch, muss ich mir keine Sorgen machen. Das geht vollautomatisch. Und wir haben bis dato noch nicht einmal im Sportwagenbereich bei der Marke Cupra DSG-Probleme oder Schwierigkeiten oder Kupplungsbeläge, die verschlissen sind. Und das wird beim Ibiza dementsprechend erst recht nicht passieren. Die sind dementsprechend gut ausgelegt. Wunderbar. Das ist vielleicht wichtig zu wissen. Das heißt also, wenn ich dann automatisch fahre, habe ich auch den Vorteil, ich habe noch nicht mal einen etwas höheren Spritverbrauch, vielleicht einen ganz minimal höheren Spritverbrauch, aber nicht vergleichbar mit dem Wandlergetriebe. Nicht vergleichbar mit dem Wandlergetriebe, auf keinen Fall. Und was ganz wichtig ist, wir haben viele Kunden, die, auch wenn die Verbrauchswerte vom Werk her anders angegeben sind bei beiden Fahrzeugen, sagen die, seitdem ich ein Automatik fahre, ich spritsparender. Weil das Automatikgetriebe viel schneller hochschaltet, wie das ein normaler Fahrer mit dem Schaltgetriebe machen würde. Marc, wenn du mal so lieb bist, kann man die CO2-Daten rausnimmst. Die filmen wir mal richtig ab, ich komme nicht richtig ran. Dass wir das mal zeigen, hier haben sie es komplett. Das ist jetzt der Automatik, der DSG, genau. 7-Gang DSG, 85 kW. Der fährt super 95. Ja, und hier steht auch Gewicht der Leermasse. 1172 ja. Kilo, also noch hat, weniger. Ja, der Michael hat aber, ja, aber das Auto fährt. Ja, genau. Das Auto fährt ja nicht ohne Fahrer, ne? Gott sei Dank. Super E5 geht, also man kann das ohne Probleme tanken. Und selbst dann haben wir kombiniert 4,8 Liter. Und die Effizienzklasse B. Es geht aber nicht nur E5, es geht auch E10. Ja, geht okay. Auch. Prima. Das heißt also, ich habe wirklich vielleicht noch was ganz Besonderes. Die Jahressteuer für das Fahrzeug beträgt gerade mal 100 Euro. Da vorne steht's. Ja, es gibt noch, wenn man das Fahrzeug bestellt, kriege ich ein nagelneues Auto. Ich habe quasi ein Fahrzeug, was noch nie einen Vorbesitzer hatte, keine Tageszulassung? Nein, keine Tageszulassung. Aber bitte nicht bestellen. Bestellen geht nicht. Nur die wir hier ordern. Genau, nur die wir hier haben. Also es kann jetzt kein Kunde kommen und kann sagen, der in Grau gefällt mir als DSG nicht. Ich hätte gerne einen Orange. Das gibt es nicht mehr. Also die Beats sind eh. Die sind raus. Da haben nur noch wir die Fahrzeuge hier verfügbar. Und das sind tatsächlich Fahrzeuge ohne Tageszulassung. Sprich absolute Neuwagen, die der Kunde erwerbt. So. Wenn der Kunde die kriegt, dann werden die so aussehen wie das Fahrzeug, was wir uns gleich mal angucken werden. Das wird dann aufbereitet von euch. Es gibt eine Übergabe entsprechend. Ich habe keine Anzahlung. Ich muss lediglich die Überführungskosten zahlen. Die zahle ich aber erst, wenn ich es abhole. Genau, die Überführungskosten von 990 werden fällig bei Abholung. Das ist bei uns im Leasing immer der Fall, dass das in die Leasingrate nicht eingerechnet wird, weil man hat davon ja auch keinen Restwert, sondern das ist ja eine einmalige Zahlung dann. So. Aber keine Anzahlung fällig. Wenn man allerdings möchte, kann man das trotzdem
trotzdem in die Leasingrate mit aufnehmen. Würde gehen, ja. Das geht, das heißt, das da zahle ich ein klein wenig mehr. Zahlst du etwa 20 Euro mehr im Monat und dann musst du nicht die 990 zahlen. Jetzt mal eine blöde Frage, wenn ich jetzt einen Gebrauchtwagen habe, also wir haben jetzt zum Beispiel noch ein anderes Fahrzeug, das hat jetzt noch einen Wert von, sagen wir mal, 3.000, 4.000 Euro, wie geht ihr damit um? Nehmen wir selbstverständlich zurück, also wir bewerten das Auto und dann nehmen wir das sehr gerne zurück. Ob der noch einen Wert hat von 1 Euro, 3.000 oder 30.000, spielt keine Rolle. Jetzt die Frage, das Geld kriege ich ausgezahlt oder kann ich mir das anrechnen lassen auf die Leasingrate? Das kannst du dir aussuchen, also wir können das auszahlen oder wir können das als Sonderzahlung nehmen für das Leasing und dann hast du dementsprechend eine niedrigere Rate. Also Das hier ist alles ohne Anzahlung gerechnet, du kannst natürlich selbst eine Sonderzahlung noch machen. Ja, kommen wir nochmal auf das Thema Rückgabe, das ganz große Thema Leasing. Da sagen ja viele, ja, wenn die Autos dann zurückgegeben werden und da sind kleine Kratzerchen dran, dann fängt der Spaß an, richtig teuer zu werden. Jetzt zahle ich zwar nur 179 Euro für so einen voll ausgestatteten Beats, aber bei der Rückgabe, da macht ihr denn mal so richtig schön die Rechnung auf. Ja? A, muss man sagen, ihr nehmt die selber zurück. Genau, ja, also ganz, ganz wichtig. Wir stehen für den Restkaufpreis zur Verfügung. Das heißt, wir möchten diese Fahrzeuge als Gebrauchtfahrzeuge nach 4 Jahren zurückbekommen. Wir holen die Autos zurück, nicht die Leasing. Und wir sind die Ansprechpartner hierfür. Und das ist das ganz Wichtige, den Dialog mit uns zu suchen, selbst wenn Beschädigungen dran sind. Erstens gibt es einen klaren Vorgabekatalog, wie ein Fahrzeug und welche Beschädigung ein Fahrzeug aufweisen darf. Das sind die sogenannten normalen Gebrauchsspuren. Hier reden wir wirklich über Kratzer, Deller, Steinschläge, die sein können, die normal sind. Normal sind, die ist gar kein Problem. Wir können selbst hier im Internet dem Kunden eine E-Mail oder eine Seite zeigen, wo er es per PDF einsehen kann, wie das Ganze gehandhabt wird. Alles absolut durchschaubar und erklärbar, sodass es für jeder ohne Probleme verstehen kann, was hier wirklich als normal bezeichnet wird. Und selbst wenn dann größere Beschädigungen sind, es ist wichtig, den Dialog mit uns zu suchen. Wir können heute fast alles per Smart Repair machen. Selbst bei Sitzbezügen mit Beschädigungen etc. ist eine Reparatur jederzeit möglich, ohne dass es riesige Kosten entstehen. Ich muss auch nicht diese schönen Aufkleber fahren, wenn ich das Auto kriege. Nee, die sind nicht drin. Die machen wir dann noch einmal ab und dann wird das Auto noch mal schön poliert. Eher umgekehrt, Sven. Wir haben Kunden, die sagen, was macht denn ihr, wenn ich Werbung für euch fahre, weil ihr so geil seid? Das kann ich leider Gottes nicht machen. Das geht funktioniert. Ich rate, dann zahlt ihr dem Kunden 179 Euro im Monat. Genau, dann zahlen wir das. Nee, geht leider nicht. Also davon habe ich Abstand genommen. Das gibt nur zu Problemen führen. Ne? Ja, nee. Also jetzt gehen wir nochmal drauf ein. Im letzten Jahr hatten wir ja einen Seat Ibiza für 89 Euro. Das kann man nicht vergleichen. Also das ist voll, voll, voll. Sondermodell Beats mit allem drum und dran. Das ist schon ein Auto. Das hat ein UVP. Das liegt beim Schalter schon über 25.000 Euro, oder? Der liegt bei über 25.000 Euro. Und wie du jetzt schon sagtest, wir hatten mal den Ibiza für 89 Euro. Den gibt es immer noch zu bestellen ab 129 Euro. Also dann mit viel weniger Ausstattung und auch ohne Inspektion. Also hier ist tatsächlich ein absolutes Highlight. Ja, bei der Inspektion über 4 Jahre, über welche Beträge reden wir denn dann, wenn ich 40.000 Kilometer fahre? Gut, wenn du das normal buchen würdest, ohne diese Geschichte, die wir einkalkuliert haben, dann sind das 29 Euro im Monat, die du davon schon abziehen kannst. Ah, das heißt also, dieses Inspektionspaket kann ich regulär auch bei jedem anderen Auto buchen? Immer. Kostet jederzeit. 29 Euro? Genau, jederzeit. Also gar kein Problem. Aber hier ist es inkludiert, das heißt, wir haben es hier schon mit ingerechnet und die Ratenschutzversicherung ist mit drin. Die kostet also wie viel nochmal? Die Ratenschutzversicherung bei diesem Auto die werden so 10 Euro im Monat auch 10 Euro sein. Das heißt, es sind rund 39 Euro, dann bin ich schon bei 140 Euro. Genau. Das heißt also, die Transparenz ist da. Wenn man es abgeschlossen hat, ich meine, die 30 Euro tun mir vielleicht nicht weh, ja, am Anfang oder 29 Euro, die ich ausgebe, aber ich brauche mich um nichts mehr zu kümmern. Das heißt, Öl ist mit drin? Öl ist mit drin, es sind die Pollenfilter mit drin, die Luftfilter, alles das, was bei einer Inspektion nach Herstellervorgaben fällig wird. Alles das ist abgedeckt und du hast recht, natürlich sind das 30 Euro. Man könnte das Auto für 159, nein, sogar für 150 Euro anbieten, aber das haben wir dementsprechend nicht kalkuliert. Das heißt, das ist ein Paket, das so im Endeffekt ein Gesamteinheitspreis für das Fahrzeug entspricht. Oder ja, also Michael? Alles in allem. Ja gut, ich muss jetzt sagen, ich habe das sogar so kalkuliert, für 150 Euro ohne Inspektion gibt es den gar nicht. Also sind da tatsächlich 179 Euro und wir legen das Inspektionspaket drauf. So, wenn ich das jetzt als Firma sehe und will das als Firmenwagen nutzen, ist das möglich? Das ist auch möglich, dann kannst du selbstverständlich auch das Fahrzeug über ein Firmenleasing holen und hast dieselbe Rate. Und die Mehrwertsteuer kann ich abziehen, Steuer ist natürlich ausgewiesen. Na, also, kann ich das Auto später übernehmen? Das Auto kannst du übernehmen, das entscheidest du nach 4 Jahren. Okay. So, dann gehen wir mal rein, zeigen wir mal euren tollen Laden.
montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr seid ihr im Moment da. Man muss dazu sagen, wir drehen heute am 13. Mai 2020 mitten nach wie vor in der Corona-Zeit. Es geht wieder weiter, das ist gut so, aber ihr habt die Öffnungszeiten leicht verändert. Ja, also wir nutzen natürlich die Möglichkeit für eine Kostenreduzierung in den Betrieben und sagen, wir fahren daher geänderte Öffnungszeiten. So haben wir nur ein Schichtmodell. In der Regel fahren wir ja noch ohne Corona mit zwei Schichtmodell und das ersparen wir uns im Moment und sind dann halt für die Kunden ein bisschen komplexer da und können alles abdecken. Ne? So, ihr seid ja auch ein Team, ihr arbeitet zusammen. Das heißt, also ihr dürft euch sogar annähern. Das ist der Michael und du, ihr seid, ich sag mal, ein Arbeitsteam. Nicht, dass einer sagt, hier, ah, ihr seid zu nah dran. Das heißt, ihr arbeitet ja schon seit Monaten hier. Ich bin mit dem Michael länger am Tag zusammen wie mit meiner Frau. So, das lasse ich mal so stehen. So, Top Dealer Award 2018 in der Kategorie Sales. Ich zeige es gerne, denn diesen Preis gab es genau einmal in diesem Jahr. Den hast du bekommen. Den gibt es jedes Jahr einmal dann und 2018 haben wir den erreicht, jawohl. Ja, da steht er. Das ist der neue Ibiza. Nee, war ein Spaß. Das ist der neue Leon. Aber jetzt muss ich ja direkt mal CO2 zeigen. Da steht er nämlich auch so. Nicht, dass einer kommt und das sagt. So, da ist er. Das ist der neue Leon. Und das ist... Ja, das ist der Ibiza Beats. Hier vorne steht er, diesmal als Schalter. Und dann zeige ich euch gerade nochmal die CO2-Effizienz nochmal in groß. Also er hat tatsächlich B. Ich glaube, da stand vorher C. Und jetzt ist es B. Und sagenhafte... Immer B. So, das nehme ich zurück. 4,6 Liter kombiniert. Du sagst, das kann man sogar unterschreiten, wenn man das will. Ja, ich habe Kunden, die fahren sogar noch spritsparender, als das in dieser Kategorie angegeben ist. Ich habe natürlich auch Leute, die fahren so sportlich, dass man immer ein kleines bisschen drüber ist. Also ja, der Scher, ne Michael? Der Scher, ja. Super. Aber so würde das Auto in diesem Zustand, würde das Auto jetzt bei uns ausgeliefert werden. Der ist jetzt, wäre auslieferungsfertig und zu der Auslieferung gehört dann eine Übergabe von noch zu haben? Käufern. Der ist noch zu haben, wenn ich das richtig sehe. Ja, ja. Sonst würde ein Schild drin liegen, verkauft. Und, die Autos kamen gestern, muss man sagen. Also wir drehen wirklich einen Tag später. Die Metalliclackierung, ihr habt eine eigene Waschanlage hier sogar, ihr habt eine eigene Aufbereitung, ihr seid also wirklich top aufgestellt. Ihr habt wie viele Serviceplätze habt ihr in der Werkstatt, Hebebühnen? Hebebühnen insgesamt, jetzt muss ich kurz nachzählen. Wir haben hier 5 und am anderen Standort 12, also 17 Hebebühnen. 17 Hebebühnen, okay. Da ist er. Ja, der Ibiza Sondermodell Beats. Und jetzt bin ich schlauer. Nach 27 Minuten und 22 Sekunden, wenn Sie Lust haben, für 179 Euro inklusive Mehrwertsteuer, Laufzeit sind 4 Jahre, 48 Monate. Und da sind nochmal fällig 900 und wie viel Euro? 990 Euro. 990 Euro, die kann ich mir entweder in die Rate reinrechnen lassen oder ich kann sie mit dem Gebrauchtwagen verrechnen. Ich kann alles in Zahlung geben. Thema Leasing bei euch stark, muss man sagen. Also ihr macht unglaublich viel Privatleasing, oder? Also und Firmenleasing. Ist jetzt bei uns mit dem Leasinganteil haben wir von über 70% Privatleasing. Das hat sich geändert. Das ist nicht mehr so, dass Leasing verpönt ist, im Gegenteil. Nee, also wir haben ja auch, jetzt sage ich mal, viel Aufklärung betrieben mit solchen Videos. Dass bei der Rückgabe eben nicht 10.000 Euro fällig sind. Genau, weil bei uns ist das auch kein Restwertleasing. Wir machen nur einen Kilometer-Leasing. Kilometer, ganz wichtig. Genau. Also ich hafte nicht für den Restwert. Nee, du haftest nicht für den Restwert. Du fährst das Auto 4 Jahre, du hältst die Kilometer ein, normale Gebrauchsspuren. Du entscheidest immer, was mit dem Auto am Schluss passiert. Du behältst ihn, du bezahlst dann den Rest auf einmal, finanzierst weiter oder stellst ihn ab. So, ja, da ist er. Also ein ganz tolles Fahrzeug, quasi auf der gleichen Plattform wie der Audi, was war's? A1. A1 und der Golf. Golf Polo. Nee, der VW Polo. Ah, ich bin heute nicht so gut drauf, muss man sagen. Aber muss auch. Ich weiß, aber da steht er. So, ich lasse noch mal ganz kurz wirken. Ja, wir sind in Saarlouis. Wo findet man euch? Also, wir sind einmal in Saarlouis. Das ist die Fasanenallee 48, Postleitzahl 66740. Und dann sind wir in Saarwellingen in der Karl-Friedrich-Gauß-Straße 2. Das ist die Postleitzahl 66793. Und auch an diesem Standort kann man dieses Auto käuflich erwerben. Ja, vielen Dank. Einmal Michael Scheer. Und einmal Marc Zirull, ja, beide vom Autohaus Zirull, ein prämierter Händler. Und die beiden verbringen mehr Zeit zusammen als mit ihren Lebensgefährten. Ja, Dankeschön. Tschüss. Tschüss.